Hallo und willkommen zurück hier zu Resident Evil 4 Separate Ways mit Ada. Ja, wir haben beim letzten Mal erstmal hier nochmal abgespeichert. Ich muss ja eigentlich gar nicht mehr hier hin. Die dramatische Musik ist auch, glaube ich, noch, weil hier irgendwo sind hier noch Gegner. Blinkt da was? Nein, habe ich mich verguckt. Irgendwo scheinen hier noch Gegner zu sein, aber ganz ehrlich, die sind mir jetzt egal. Wir müssen ja hier oben weiter. Muss mal gerade schauen. Ja, nee, hier neben. Da können wir durch das Zimmer. Das wäre eigentlich am schnellsten. Machen wir das einfach mal. Nee, weil es mir zu blöd, hier nochmal im Irrgarten rumzurennen und jetzt einfach die Gegner zu suchen. Ich denke, das können wir uns sparen. Ach nee, warte mal. Gab es hier eigentlich auch noch was? War ich hier schon? Ich glaube, hier kann man... Nee, doch, hier war ich schon. Hier habe ich den Schrank aufgemacht. Da war ich ja schon. Richtig. Und ich kann es immer noch nicht glauben. Ich habe es endlich geschafft, mir die Armbrust zu kaufen. Die habe ich ja beim letzten Mal schon ausprobiert. Mit Explosionspfeilen. Nette Alternative, denke ich mal, zum Granatwerfer, den ich ja selber noch nicht ausprobiert habe. So, und hier war es ja so. Ich glaube, hier war doch diese Falle, ne? Ach so, das können wir jetzt wieder nicht nehmen. Ich habe das ganze Inventar voll. Konnte ich mir denn... Moment mal. Konnte ich mir denn schon einen größeren Koffer kaufen? Was ist denn das hier für einer? Ich glaube, das ist... Ist der Koffer L, ne? Wie viel Geld habe ich denn? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Sehe ich das irgendwo? 18.000. Was kostet mich denn der große Koffer? Lass uns doch mal gerade beim Händler gucken. Steht der hier irgendwo? War der nicht hier? Hier war doch der Händler, glaube ich, irgendwo. Ja, genau, da oben. Da oben war der... Oder da unten kann ich auch hin. Der ist eigentlich noch besser, weil der ist direkt in der Nähe von meinem Ziel. Gehen wir doch einfach da vorbei. Würde ich sagen. Also quasi, wenn wir hier durchgehen, ich muss gerade nochmal gucken, dann müsste der kommen, richtig? Genau, und dann biegen wir nicht da unten ab, sondern gehen vorher rechts rüber und dann sollten wir eigentlich hinkommen. Weil es ist jetzt doch ein bisschen blöd. Ich meine, ich könnte zwar das Kraut auch direkt verwenden, aber das ist mir zu schade, weil ich habe... Naja gut, ich habe drei Heilungsdinger. So, hier gehe ich nicht rein, weil da haben wir ja im letzten Mal festgestellt, dass da... der Käfig runterknallt und dann komme ich so schnell nicht da raus. Ich wette, man kann das Schloss aufschießen, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu doof. Weil die Truhe in der Mitte ist leer, die hat sich Leon ja schon unter den Nagel gerissen. Und deswegen, das ist einfach Quatsch. So, wo haben wir denn hier? Kaufen. Aktenkoffer L. Okay, dann habe ich den M, den kann ich mir aber nicht leisten. Okay, was haben wir denn zu verkaufen? Irgendwas noch loswerden? Katzenaugen wollte ich behalten. Nee, okay. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Dann hole ich mir das Kraut jetzt trotzdem und nehme es einfach direkt, damit ich meine Energie wieder voll habe und dann ist okay. Dann hole ich es mir einfach jetzt direkt. So, verwenden. Jawohl. So, sehr schön. Habe ich eigentlich nachgeladen? Jetzt. Sehr gut. So. Und ihr glaubt gar nicht, wie warm das hier gerade ist. Hier sind es gefühlte 28 bis 30 Grad bei mir in der Bude. Also ich schwitze mir hier gerade echt einen ab. Aber das soll euch nicht stören. Ist einfach momentan verdammt warm. Aber wir wollten den Sommer haben. Jetzt haben wir ihn. Soll auch mal egal sein. So, wo muss ich denn jetzt hin? Lass mal schnell schauen. Ach so, wir sind wieder falsch gelaufen. Natürlich, ich muss also doch in den Raum, so wie es aussieht. Na toll. Ach nein, wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Ob es was bringt, wenn ich mit der Schrotflinte da drauf baller? Dass das Schloss dann schneller aufgeht? Ich hoffe es. Muss ich mal ausprobieren. Weil das wäre das Einzige, was mir jetzt gerade helfen könnte. Weil wenn die dreimal dagegen tritt, so wie Ada gegen das Schloss tritt, ist das morgen noch nicht auf. Ja, das haben wir beim letzten Mal ja schon festgestellt. Ich kann hier auch nicht verhindern, dass Ada in die Mitte rennt. Oder kann ich hier außenrum vorbei? Nee, die steht dann automatisch drin. Scheiße. So, ich muss jetzt ganz schnell... Am besten renne ich jetzt erst einmal hier rum. Da ist auch noch ein Schloss, ne?
Ja, vergiss es doch hier. Das kannst du doch schon knicken hier. Das kannst du doch schon knicken. Der macht mich doch platt. Heilungsspray? Wie soll ich das denn schaffen? So, wo ist das Schloss? Oh ne, da ist schon wieder der. Warte mal, welches Schloss hatte ich denn jetzt geschossen? Du erstmal weg. So, gut, ist auf. Weg hier, weg hier, weg hier, Ada. Okay, wir rennen noch einmal um die Ecke. Der lebt noch. So, komm her mit deinem Messerchen. Jetzt müsste ich die Tür doch aufbekommen, oder? Komm, mach doch einfach schnell die... Scheiße! Oh, das gibt's doch jetzt nicht, Leute. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ach, komm. Wie soll man das denn so schnell schaffen? Oder eine Granate hinwerfen, ob das was bringt? Probier ich mal eine Granate aus. Vielleicht gesprengt das Schloss dadurch schneller gesprengt. Aber wie soll man dem denn so schnell ausweichen? Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch Wahnsinn. Ja, ich hab... Gut, ich hab fürs Gewehr hab ich genug Schuss, also von daher... Aber das ist doch Wahnsinn. So, auf ein neues. Die Granate ist ja auch beim Hinwerfen ein bisschen leiser. Vielleicht nützt mir das ja was. So, da hinschmeißen. Ist das Schloss jetzt schon auf? Nämlich nicht hier. Das ist schon auf. Ist schon auf. Komm, mach auf, Ada. Mach doch einfach auf. So, und jetzt raus hier. Raus hier. Raus hier. Danke. So. Boah, was zum Geier. Das ist aber eine Scheißstelle hier. So, jetzt gehe ich mal direkt aufs Gewehr. Und gehe erstmal hier raus. Achso, hier ist der. Ah, da ist aber noch was zu mitnehmen. Was haben wir da? Oh, Pfeile für Armbrust. Jawohl. Oh, na schön, dass du jetzt hier gerade da bist. Du hast mir ja gerade noch gefehlt. So, ihr haut jetzt einfach mal hier ab. Das nehme ich mir mit. Ist mir jetzt mal gerade egal. Blendgranate, die könnte ich auch wunderbar gegen den Blinden einsetzen, weil die bringt bestimmt was. Mit Sicherheit bringt die was. So, würde mir das was nützen, wenn ich jetzt den Onkel da ausschalte? Gute Frage, gute Frage, nächste Frage. Auf jeden Fall hat er mir, glaube ich, immer gut Geld hinterlassen. Und so viel Schuss hat er nicht verbraucht. Ich glaube, der hat immer mit dem Sturmgewehr so 5-6 Schuss ausgehalten. Muss mal gerade gucken. Es sind ja sonst keine Gegner mehr hier. Ob ich den jetzt einfach ausschalte. Weil die Kohle kann ich mit Sicherheit gut gebrauchen, die der hinterlässt. Ach, er kommt von hier. Ach, na toll. Das ist natürlich sehr lieb. Ich hoffe, ich schaff's jetzt, hier schnell genug rumzukommen. Weil wir haben ja festgestellt, dass er gute Ohren hat. Deswegen nicht rennen. Ach, verdammt. Genau in der Höhe ist jetzt das Teil auf dem Rücken, das ich jetzt natürlich nicht treffen kann. Oh doch, warte. Dreh dich nochmal rum. Na komm, guck nochmal so blöd in der Gegend rum. Nee, macht er natürlich nicht. War ja klar. Das kann jetzt wieder ein bisschen dauern, Leute. Tut mir leid, aber ich will jetzt unbedingt... Ah, verdammt. Mir das Geld holen. Ja, das war zu knapp. So, komm. Ja, den habe ich getroffen. Echt? Das sah gar nicht so aus, als hätte ich den getroffen. Ja, komm, du weißt doch sowieso nicht, wo ich bin, oder? Weißt du das? Nee, der weiß das nicht. Der ist zu weit weg. Der ist definitely zu weit weg. So, hat die Klauen wieder eingesteckt. Interessant, dass die Musik sich dann auch immer verändert. So, hier müsste ich ihn jetzt kriegen können. Ja. Was? Nur 2 Schuss? Alter, was zum Geier? 2 Schuss hat er ausgehalten. Okay, dann sind die Waffen von Ada also definitiv, definitiv stärker. Da kannst du doch wirklich von ausgehen. So, warum geht das jetzt nicht auf? Diese Gitterstäbe blockieren die Tür. Diese leere Schatzkiste geht mir nicht aus dem Sinn. Aha. Ist da ein Schalter drin? Warum steht hier diese leere Truhe? Vielleicht sollte ich mir das mal näher ansehen. Ist das eine Einbuchtung in der Unterseite? Ah. Sanduhr mit Verzierung eingesteckt. Alles klar. Dafür ist also die Sanduhr. Sehr gut, sehr gut. Ist hier noch irgendwas versteckt hinter dir vielleicht? Dass Leon hier mal irgendwas übersehen hätte. Ja, die Blendgranate, ganz ehrlich. Nee, die nehme ich mir jetzt nicht mit. Die hätte mir auch, glaube ich, nicht viel benutzt. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass bei dem Klingentyp... Oh. Das, wer schießt denn hier? Bei dem Klingentyp eine Blendgranate von Effektivität wäre. Wer ballert denn hier?
Leon. I'm sorry, but I can't be seen with you. Cool, jetzt sehen wir Leon auch mal direkt in Aktion. Können wir da hingehen? Ach ja, hier waren ja die Lampen zum Unterschießen. Ich weiß jetzt nur gerade nicht. Oh, hallo Freunde. Hier ist ja richtig Party. So, gerade mal schnell nachladen. Schafft die das noch? Ja, na klar. Die halten ja vorher wieder an. So, gerade mal hier hin und dorthin. Leon wurde leider getroffen gerade, glaube ich. Ach, Mann. Ich hasse Kopfparasiten. War nur noch so welche. Oh, noch ein Schildkrieger. Wei. Jetzt habt ihr aber alles dabei, was er... Moment, Moment. Wir haben doch was hier. Was ganz Tolles. Oh, scheiße. Ich sollte auch treffen. Ja. So, gerade mal ein Stück zurück und... Jetzt habe ich mich zwar selber getroffen, aber dafür haben wir jetzt mal gut aufgeräumt. So, die sind erstmal weg. Da liegt noch so ein Krabbelvieh. Also ich sollte nicht zu nah dran stehen, wenn ich die Armbrust benutze. Stirb doch mal, ey. Stirb doch einfach mal. So. Gewehrmuni. Okay, jetzt habe ich natürlich wieder schön Heilung verbraucht. Ja komm, wir nehmen das Kraut. Ich denke, das reicht. Noch haben wir ja nicht die komplette Skala voll. Also die maximale Gesundheit ist ja noch nicht auf Maximum. Das heißt, das reicht ja noch aus. Ja, aber jetzt mal ohne Witz, kann ich jetzt da runtergehen und Leon guten Tag sagen? Aber das dürfte normalerweise ja nicht gehen. Weil der steht ja jetzt da unten und ballert mit der TMP. Hat auch unendlich Munition, so wie es aussieht. Wo ist der denn jetzt? Ich muss mal gerade gucken, ob der noch da unten steht. Ah ne, er steht nicht mehr da. Okay. Ist er wahrscheinlich in den nächsten Raum rein? Ah, da komme ich nicht durch. Okay. Ist, glaube ich, das Schloss von der anderen Seite, ne? So, die lasse ich mal noch hängen. Vielleicht kommen hier gleich wieder eine ganze Truppe Gegner. Wenn Leo mich jetzt sehen würde, müsste ich ihn erledigen. Okay, also wir können nicht da runtergehen. Ich hätte aber gern das Geld. Schade. Vor allem, warum muss sie ihn erledigen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ja, komm, reicht die Zeit noch? Nee, reicht natürlich nicht. Verdammt. Ich dachte, für meinen Punch hätte es jetzt noch gelangt. Dann muss aufpassen, hinter mir ist wieder der Schildkrieger. Ah, nein, nicht schon wieder. Wieso hat er mich jetzt getroffen? Dieser blöde Drecksack. Na, dreh dich doch mal um. So. So, jetzt reicht die Zeit, oder? Jawohl. So, dein Schild kannst du da vorne liegen lassen. So, hinlegen. Und Spinne ausschalten. Du legst dich mal gerade hin. Das gibt's halt nicht hier. Die halten was aus. Das ist echt der Knaller. So, wo ist er? So, sehr gut. Den haben wir. Ah ne, ich spare mir jetzt mal die Heilung. Hier sind so viele Vasen. Hier ist bestimmt irgendwo noch was drin. Da oben hängt was. Habe ich gerade im Augenwinkel gesehen. Da hängt wieder was an der Decke. Das hätte ich gerne. So, komm her. Ach nee, die könnt ihr behalten. Echt, nein. Warum ist hier kein Händler? Hier war doch beim letzten Mal ein Händler. Weiß ich doch noch. Das ist ja blöd. Ich hätte jetzt gedacht, hier wäre auch ein Händler. Schade, schade. Tja, wenn Leon mich jetzt sieht, müsste ich ihn erledigen. Kann ich denn da den Schalter wenigstens drücken? Der hier unten ist? Oder kann die hier auch nicht runter? Doch, die kann hier runter. Okay, dann gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Vielleicht haben wir ja hier noch was übersehen. Ja, da ist noch eine Vase. Wunderbar, da können wir wieder hoch. So, und hier, da ist der Raketenwerfer. Ich meine, den kann ich mir momentan ja eh nicht mitnehmen. Ah, Kraut. Ja, sehr gut. Weil ich habe ja nicht mehr genug Platz im Inventar. Leider. So, kann ich das jetzt hier... Ne, den kann ich gar nicht benutzen. Dann würde ich ja auch zu Leon kommen, nehme ich an. Was ich ja nicht will oder kann... Gut, aber dann müsste es ja so sein, dass Ada irgendwie überwacht wird vom Set, vom Settler, sag ich, Achso, ja, wenn Leon mich jetzt sehen würde, ja, ich weiß, okay. Nee, also dann ist es wirklich so, dass Wesker sie anscheinend wirklich überwacht, entweder mit einer Videokamera oder per Satellit. Dass er dann genau weiß, wo sie sich aufhält. Weil warum soll sie ihn erledigen müssen? Also, das ist irgendwie ein bisschen... Ah, hier war Ashley...
beim letzten Mal. Die haben wir da unten aus den Fängen befreit. Leon, I got it. I have the sample. You serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Lewis. I am a researcher hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Lewis! Lewis! Unfortunately, a bit too late. Did you retrieve the sample? No. Sadler has it. Hmm. There will be another time. Have you had a chance to eliminate Leon? Not yet. If that's the case, then maybe we can capitalize on his little lucky streak. Take advantage of the distraction he is causing for Sadler and his followers to retrieve the sample. Ende des Kapitels. Trefferquote 69. Mein Gott, ich dachte eigentlich, ich wäre besser gewesen diesmal. Getötete Gegner 48, verlorene Leben 2. Okay. Aber wir sind immerhin erst dreimal gestorben im gesamten Jack Spiel. Das geht eigentlich. Jack Carlson has been the subject of extensive study and research by the organization. His skills and personality have been tested both on and off the battlefield. If he weren't the best, he would become a liability that would jeopardize the rest of us. My conclusion? He's a great soldier. No more, no less. As long as he's well compensated, he shouldn't cause any problems for us. If he does start to get restless, I can take care of him. I've studied his combat style and can deal with that arm of his if necessary. Krauser answers directly to Wesker, and it was Wesker who decided that Krauser should be sent to spy on the cult. He also decided to send me along. I wonder if it wasn't to keep an eye on Krauser. No doubt, Krauser has already fallen to the temptation of Las Plagas and the power they represent. This could have dire consequences for the organization. On some level, however, this may be a necessary development, as his role is to disrupt this farce of a play. That said, the stage and its players will ultimately come crashing down in the end. Bad luck for him. But he'll play the patsy in the end and take the fall for all of us. That's why I need to make sure things keep going exactly as they are. So, das kennen wir schon. Ich klicke das gerade mal durch, wenn ihr es nochmal lesen wollt. Einfach kurz auf Pause und dann könnt ihr euch das durchlesen. Ist im Prinzip einfach nur der Text, der gerade eben auch gesagt wurde im Video. Der übrigens, oder das Video war gerade mal synchron mit dem Text, fand ich gut. Warum das anfangs nicht war, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht, es ist einfach ein bisschen buggy einfach. Und dann natürlich auch noch die Sache mit dem HD oder nicht HD. So, hier können wir raus. Speichern, ja, wollen.
Was ist denn heute los? Mein Gott. Ich möchte gerne speichern. Ja, so. Und wir kommen zum Kapitel 4. What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Quite a jolly mess he's made, that Leon. But all for the better. Sadler's people have fallen into a panic. Their destruction is only a matter of time now. Once he gets Ashley back, his job will be finished. He'll no longer be a factor. No, I'm leaving Leon to Krauser. Hurry up and retrieve the sample. Maybe you forgot, Wesker. I don't always play by your rules. Coole Handytasche übrigens. Kapitel 4. Mord an Leon vereiteln. Alles klar. So, also wir müssten jetzt in der Nähe der Brücke sein und ich glaube, das hier ist dieses Lagerhaus, wo Leon gleich auf Krauser trifft und diesen Messerkampf veranstaltet. Ach nee, gar nicht. Das ist hier diese Straße, wo Ashley hergefahren ist und die ganzen Leute auf die Ladefläche gesprungen sind. Das ist das. Genau. So, welcome. Ich hätte gerne einen größeren Koffer. Kann ich den schon haben? Gerade mal gucken. Das tun wir erstmal alles verkaufen. Jawohl. Rubin, ja. Da weiß ich langsam nicht mehr, ob ich das noch finde, weil ich habe schon Kapitel wieder gewechselt. Ich denke, ich werde sie verkaufen. Ich habe, glaube ich, dieses Teil, wo man die einsetzen kann, einfach nicht gefunden. So, was gibt's denn? Aktenkoffer L könnte ich mir jetzt kaufen. Schatzkarte brauche ich keine. Es gibt keine zusätzlichen Waffen. Okay. Ja, dann. Hier mit dem größeren Koffer. Und ja, die TMP lasse ich. Die brauche ich nicht. Und dann war's das auch erstmal.